Willkommen zu Teil 2 unserer Q&A-Session nach der Sommerpause, wo wir weiter unsere P2P-Plattform im Schnelldurchlauf durchgehen und unsere Meinung dazu abgeben. Unter anderem sprechen wir in Teil 2 über Twino, PeerBerry, auch Bullride und du erfährst auch, wie unser Cashback-Projekt auf der P2P-Plattform Monesto läuft und wie wir dort ganz easy eine Überrendite generieren, ohne viel dafür tun zu müssen, außer natürlich das Risiko einzugehen. Zum Schluss gehen wir noch einige weitere Leserfragen durch. Und damit viel Spaß beim P2P-Café. Willkommen zum P2P-Café unserer Q&A. Folge Nummer 54. Der zweite Teil unserer Community-Fragen. Jetzt auch wirklich nur mit Community-Fragen. Und wir müssen wieder aufsetzen. Wir, das sind Lars. Hallo Lars. Hi Thomas. Und ich, Thomas Wurz, ja genau. Und wir haben beim letzten Mal die ganze lange Liste unserer Invests durchgegangen, also unserer Plattformen, und sind jetzt bei den kleineren, würde ich sagen, nicht bei der Restaurant, aber bei den kleinen, und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich sagen, genau. Wir wurden darum gebeten, Status zu geben von unseren Investments, und ich glaube, die Plattform, die wir jetzt besprechen, die ist gar nicht so klein, oder? Das ist Twino. Bei mir in meinem Portfolio ist sie klein, weil ich relativ spät ja erst mit angefangen habe. Und Okay. Mir war da dann ging ja dann sofort los dann mit hier Ukraine und Russland, war zu viel Russland-Exposure drin, und dann habe ich es gar nicht mehr weiter groß aufgebaut und lasse die jetzt so, wie sie ist, laufen. Okay, ja, bei mir ist eine mit der größten Position, ich glaube die drittgrößte, viertgrößte. Aber aktuell, seit diese Transition vorbei ist in die Aspect Securities oder Notes oder wie auch immer sie nennen, keine Ahnung, wird halt nichts mehr investiert. Manchmal innerhalb von einer Woche, aber ja, aktuell habe ich glaube ich 600-700 Euro rumliegen, und ich habe mir halt vorgenommen, das abzuziehen, wenn es über die Tausendergrenze geht, und das dann halt ja einer Plattform zu geben, die halt mein Geld möchte. Ist schade. Und auch das Thema, wie das mit Russland gehandelt wird aktuell, bei den meisten Plattformen hört man sehr transparent, was passiert. Bei Twino leider nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das ja unter Tisch kehren wollen. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Also rückt sie nicht ins beste Licht im Vergleich zu den anderen. Ja, kommt was zurück bei Ihnen oder kommt nichts zurück? Ich glaube schon, ja. Also ich meine, ich habe eine kleine Veränderung bei meinen, also ich habe nicht viel drin, 250 Euro oder so, aber ich glaube, ich habe eine kleine Veränderung nach unten. Aber du kannst es halt jetzt nicht wie bei PeerBerry sehen, die ja eine coole Statistik gebaut haben, eine transparente. Du siehst aber bei Twino überhaupt nichts. Es gibt ja Statusberichte, vielleicht gibt es mal eine Mail alle 2 Monate dazu, aber ja. Das Thema wollen sie wohl nicht so gerne anfassen. Ich kann es verstehen, aber es ist halt auch wichtig, darüber zu reden, wenn es mal kacke läuft. Genau, Transparenz ist A und O, haben wir ja schon in der letzten Folge wieder gelernt. Genau, ist ja für uns nicht anders als Investoren. Also wir reden ja auch über unsere Fehlentscheidungen. Genauso können das die Unternehmen auch machen. Kommen wir doch direkt zur nächsten Plattform, die das nämlich ganz hervorragend macht, das Thema Kommunikation. Ja. Grüße an Rita. Genau, die nächste Plattform ist PeerBerry, und die machen das echt super, super gut. Also die halten ihr Wort. Schon immer eigentlich, seit ich sie kenne. Und die machen das auch mit den Russland-Krediten, und Ukraine haben sie auch noch vorbildlich. Also die sind ja am schwersten betroffen von allen, aber kriegen es am besten hin. Heute kamen, glaube ich, wieder 300 Euro zurück. Also ja. 1,4 Millionen insgesamt. Und letzten Monat haben sie erstmals Mintos geschlagen im Volumen. Auch eine Überraschung. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass PeerBerry so gut war. Zumindest so, wie ich das einschätze. Sondern es liegt daran, dass Mintos gerade diese Umstellung auf die Notes macht und einfach nicht alle Kreditgeber aktuell Kredite hochladen. Also das wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ins Gegenteil umkehren. Also Mintos jetzt nicht tot sagen. Das ist einfach, glaube ich, nur eine temporäre Sache. Aber man sieht daran schön, dass ja bei PeerBerry die Kommunikation zumindest bei einigen Investoren doch wieder Vertrauen schafft, dass sie schaffen, neue Kredite zu launchen und so investiert, also reinvestiert wird und nicht die Leute alles abziehen. Und ja, deswegen finde ich schon auch ein gutes Signal, auch wenn sie ja jetzt einen Sondereffekt haben, durch dass Mintos halt eben gerade nicht der Platzhirsch ist, wobei wir nicht wissen, ob das wirklich so wäre, dass Mintos die auch loskriegen würde, wenn sie das Volumen erhöhen würden. Ne? Ja, ist halt die Frage bei den Kreditgebern, ob die alle umsteigen auf die Notes und wie viele neue dazukommen, wie groß sie sein werden. Ja. Klar, kann sich auch länger hinziehen. Ja, PeerBerry macht das echt gut. Ja, und 40% die Zinsen gesenkt. Bei 40% sind sie jetzt, aber die haben die Zinsen gesenkt, glaube ich, vor einem Monat oder so, weil die Nachfrage halt größer ist als das Angebot. Erstaunlich, ne? Meine andere Plattform müssen gerade Zinsen erhöhen, damit noch jemand investiert, und die schaffen es mit gesenkten Zinsen weiter zu schaffen. Ja. RoboCash hat auch gesenkt. Ja, und was man ja jetzt ein bisschen transparenter noch sieht, ist, dass im Prinzip die Plattform selber jetzt auch der Aventus Group gehört. Stimmt, ja, genau, richtig. Wurden die Anteile, glaube ich, an den ich habe den Namen vergessen. In der Familie hin und her geschoben, ja. In der Mafia-Familie.
Nein, Quatsch. Aha. Alles gut bei dir. Alles gut bei denen, denke ich. Ja, also bei mir ist das so, dass ich tatsächlich kein frisches Geld hingeschoben habe, aber ich reinvestiere da und lasse es weiterlaufen und ja, mache mir da auch gar keinen Kopf um die Plattform. Na, ich werde die aufstocken auf jeden Fall, sobald ich wieder so ein bisschen mehr Luft habe und mein Aktienportfolio wieder so ein bisschen mehr ja, das Ruder übernimmt. Okay. Apropos Kopf machen, bei der anderen Plattform habe ich mir tatsächlich mehr einen Kopf machen müssen und mich mehr ärgern müssen. Das ist nämlich Crowdestor. Bei Crowdestor habe ich jetzt nur noch 200 Euro liegen und habe fast alles verkauft gekriegt, bis eben, ich glaube, es sind jetzt 2 oder 3 Kredite, wo nur noch los sind. Und tja, wenn das dann auch noch weg sind, die 200 Euro, dann habe ich unterm Strich tatsächlich 400 Euro Miesen gemacht mit der Plattform. Ja, so schön gestartet, ja. Aber sie heißen ja nicht umsonst auch Clowndestor oder Fraudestor. Und ich weiß nicht, ob du den neuen Namen von dem CEO Yannis kennst aus dem Telegram-Chat. Hast du schon gesehen? Nee, hat er nicht. Okay. Er hat jetzt den Beinamen Baron of Lies bekommen, also der Baron der Lügen, weil man ihm einfach nichts mehr glauben kann. Ja, es ist so. Ja, es passiert halt einfach nichts mehr. Und ich habe noch ein paar Sachen auf dem zweiten Markt verkaufen können, aber jetzt im letzten Monat ist nichts mehr weggegangen. Ich habe da noch recht viel liegen, fast 4.000 Euro. Ich habe aber jetzt auch schon 1.000 Euro abgeschrieben. Ja, du kriegst schon weg, wenn du halt hart abschreibst, also hart reinsetzt. Ich habe jetzt die letzten tatsächlich mit 80, über 80% oder so Abschlag. Dann geht ja, das. Okay, das ist ja fast schon Totalverlust, ja. Naja, es ist ja, die Wetten laufen ja drauf, dass sie das Jahr nicht überleben. Ich weiß es nicht, ne? Ja. Und dann ist es weg. Ich habe auch im Hintergrund munkeln hören, dass das ja wohl vieles einfach nur noch jetzt versucht wird, umzustrukturieren, Kredite zu refinanzieren irgendwie. Und das, aber es wird jetzt, kommt jetzt nichts Neues mehr rein. Also man sieht ja auch, glaube ich, die Projektdecke ist komplett leer. Da kommt nichts mehr. Eben, ja. Es sind so komische Angebote mit irgendwie mit Rückkaufgarantie und ohne Rückkaufgarantie und so. Also das kann man nur sagen, Finger weg, raus, was noch rausgeht. Du meinst die unbesicherten Konsumentenkredite mit 240% Rendite? Ja. Genau, ja. Take my money. Ja. Take my money and run away. Nee, machen wir natürlich nicht. Dann lieber zu Monestro, oder? Absolut, ja. Also ich hab ja fleißig Cashback-Runden dort gedreht, bis dann ich mitgekriegt habe, dass einem aus unserer Community der Account gekündigt wurde, ne? Weil er wohl, so wie ich das ja auch gemacht habe, fleißig mit der Crypto.com-Karte eingezahlt, weil es funktioniert tatsächlich nur mit der Crypto.com-Karte, haben wir ja Bietergeld an, mit der Bluetooth-Karte geht's nicht, aber mit der Crypto.com-Karte gibt es tatsächlich 2, 3, 4% Cashback und dann aber relativ zügig wieder abgehoben. Und wenn das zu nah beieinander liegt, dann mögen sie das überhaupt nicht. Ja, ja, was du machen musst, du musst es halt einzahlen, dann komplett auslaufen lassen und dann den gesamten Betrag auf eins abziehen. Das kannst du machen. Und die Woche später wieder einzahlen, vor allem nicht am gleichen Tag wieder einzahlen. Ja. Das war so ein bisschen das, warum sie bei mir getriggert wurden. Ich habe das halt in einer Woche, habe ich dann immer wieder so Teilabzüge und wieder neu eingezahlt, Teilabzüge. Ja, und jetzt werde ich nächste Woche, denke ich, werde ich wieder was einzahlen mit Cashback und dann einfach ein bisschen Luft dazwischen. Dann gibt es halt nicht hier 3-mal im Jahr oder 4-mal im Jahr einen Umschlag, gibt es halt nur 2-mal im Jahr einen Umschlag, nehme ich noch ein bisschen Cashback mit. Die Kredite an sich wurden alle relativ gut zurückgezahlt. Hat geklappt. Isländer. Ja. Passt. Von daher. Ja, ich werde es auch machen. Also ich habe die Plattform nicht offiziell in meinem Portfolio, aber dafür, um das Cashback zu waschen, ist es echt super. genau, Cashback waschen. Ich würde sagen, mit Sicherheit wird es auch mit der Amazon-Kreditkarte funktionieren. Kriegst zwar nur 0,5%, aber dafür ist halt eine richtige Kreditkarte. Bietet auch vielleicht nochmal die Vorteile. Und wenn das Limit entsprechend hoch ist, kannst du vielleicht auch die Karte zum Brennen bringen. Ja, das hatte ich ja mit der Nexo überlegt, aber nachdem mir jemand erklärt hat, dass es mit der Nexo so ohne weiteres gar nicht funktioniert, habe ich das dann davon gelassen. Also so von wegen auf Pump das machen. Ja, kann man schon mal ausprobieren, aber ernsthaft sicher nicht. Nee, aber es ist ganz gut, um halt nochmal ein paar extra Euro mitzunehmen. Ich meine, es sind immerhin, je nachdem, was du für einen Cashback-Satz hast bei der Crypto.com, aber sind da ein paar Prozent, die du noch oben aufrechnen kannst. Ja, 2%, so die Hölle ist nicht, aber 2% und die 9% da und die 2%, ich schaffe 2-3 Mal im Jahr das hinzukriegen, dann hat es sich doch wieder gelohnt. Ja, und man muss auch sagen, Monestro ist wahrscheinlich eine sehr unterschätzte Plattform. Also wenn man sich die Kreditgeber anschaut und auch was die um das Scoring drumherum gebaut haben jetzt, die können Marketing nicht so gut, aber ich glaube, das ist eine recht ordentliche Plattform tatsächlich. Müsste man sich mal im Detail nochmal anschauen. Aber ja. Ich glaube, die bleiben. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Also ich auch die, wenn die noch ein bisschen höhere Zinssätze hätten, dann würden die, glaube ich, dann den Markt ganz gut abräumen. Aber vermutlich wollen die nicht so viel in Marketing investieren gerade. Nee, und du wirst auch keine höheren Zinssätze sehen, weil dann müssten sie halt auch andere Kreditgeber wahrscheinlich onboarden und andere Verträge schließen. Nee, das ist einfach so promomäßig, das oben draufhauen halt mal ein halbes Jahr lang. Das machen sie halt nicht.
Genau. Nee. Aber apropos hohe Zinssätze, das hat man ja bei der nächsten Plattform eigentlich immer gesehen, ne? 14% Swapper. Ja, Swapper habe ich auch schon seit Ewigkeiten im Portfolio. Ich glaube, es war eine meiner ersten Plattformen damals. Ich habe allerdings auch fast nie aufgestockt. Also alles, was da drauf gekommen ist, sind fast nur Zinsen. Ein paar Mal Freunde werben Freunde, aber ansonsten habe ich da nie eingezahlt weiteres Geld. Ich traue der Plattform einfach bis heute nicht über den Weg. Und diese komischen Berichte, die sie da einmal im Monat veröffentlichen oder ihre komischen Statistiken, die natürlich kumuliert sind und immer nur nach oben zeigen. Also ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, intransparent wie eh und je. Aber die gewinnen jedes Jahr immer noch den Award für den besten Marktplatz. Obwohl sie ja immer noch kein Marktplatz sind. Ja. Ja, ich habe auch tatsächlich nur noch Zinsen drauflegen. Gut, es sind bei mir halt nicht keine hohen Summen. Das sind 200 Euro oder irgend sowas. Und die laufen und laufen und laufen. Deswegen lasse ich einfach liegen. Mal gucken. Aber im Moment gibt es auch nicht die Notwendigkeit, dass ich da jetzt wirklich aufstocken will. Ja, aber in der Community ist die Plattform ja echt hoch beliebt. Immer noch. Ich glaube, viele sind da investiert. Aber man sollte halt immer noch diesen Satz bedenken, von wegen, es funktioniert immer so lange so gut, bis es halt an Tag X dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Genau. Oder bis jemand mal ganz genau hinguckt. Genau, ja. Aber wo genau hingucken? Du hast ja hingeguckt bei der nächsten Plattform genau. Bei Robocash habe ich in Russland genau hingeguckt, meinst du, ja? Ja, schon lange her. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich letztes Jahr tatsächlich in Russland war. Aber ja, ich bin da weiterhin investiert. Das ist jetzt... Die haben ja auch einen ganz guten Job gemacht. Das Kreditvolumen hat sich schnell wieder erholt, nachdem die ja so ein bisschen Vertrauensverlust hatten, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Ja, aber ich erinnere noch mal daran, du hast ja, glaube ich, gesagt, dass es eine russische Firma ist, oder hast du es geschrieben in dem Dokument? Ja, klar, für mich ist es eine russische Bude. Ja, aber die habe ich auch schon damals korrigiert, als der Krieg noch nicht angefangen hat, dass es eine internationale Firma ist. Also sitzen zwar Mitarbeiter in Russland und die Quelle ist auch dort, aber es ist eine internationale Gruppe und keine russische Firma an sich. Ansonsten hätten wir auch ganz andere Sorgen mit Robocash. Ja, also ich für mich ist es halt, ordne ich es einfach in der russischen Hemisphäre ein und habe im Moment halt nicht die Notwendigkeit oder den Druck, dass ich da investieren muss und habe dann noch einen Teil der Zinsen oder eigentlich den größten Teil der Zinsen liegen. Die laufen im Reinvest-Modus und das war's für mich an der Stelle erstmal. Ja, ich glaube, da passiert sehr, sehr viel, gerade hinter den Kulissen, was Umstrukturierung angeht, auch noch stärker in die internationale Richtung. Das ist auch der Grund, warum der CEO jetzt mitgewechselt wurde. Oder die CEO, wir haben jetzt eine Frau an der Spitze. Ja. Die bauen dieses Philippinen-Geschäft sehr stark aus. Die gehen auch in den Gesundheitsbereich. Also da passiert richtig, richtig viel. Die wollen sich halt auch selber von diesem ganzen Russland-Image komplett lösen. Aber natürlich können die jetzt nicht ihr gesamtes Büro umziehen, ist auch klar. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Die wollen doch eigentlich auch in die Börse mal gehen. Ja, genau, in Australien, ja. Ich denke mal, vermutlich haben sie das... ich vermute mal, aufgrund der ganzen Lage haben die das jetzt erstmal hinten angeschoben. Das hatten die ja schon ein Jahr verschoben, wegen Covid. Und jetzt haben sie es wahrscheinlich, nehme ich mal an, auf Eis gelegt erstmal. Gut, eine Plattform, wo ich ausnahmsweise mal wieder nicht investiert bin. Debitum Network, ja. Ist ja auch ein Regulierungsopfer, kann man schon fast sagen. Und viele Kreditgeber sind auch runter. Aber an sich ist die Plattform okay. Was halt echt nervig ist, dass man aktuell manuell investieren muss, weil der Autoinvest ja immer noch unter Aufsicht oder unter der Prüfung der FCMC in Lettland liegt. Okay. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, bis der wiederkommt. Oder ob das stimmt, weiß ich nicht. Und du hast halt auch das Problem, dass ein Kreditgeber ein Ukraine-Portfolio hatte und entsprechend halt auch nicht mehr zahlt und das halt auch blockiert ist. Ja, also da laufen halt die Kreditnehmer, die zahlen wohl zurück und das Portfolio sieht auch nicht schlecht aus, aber die können es halt aktuell nicht übertragen aus der Ukraine, weil es halt aktuell alles im Kriegsmodus ist. Okay. Ja, wollen wir mal schauen, was da zurückkommt. Was machst aber du damit? Reinvestierst du oder ziehst du ab? Nee, ich reinvestiere ganz normal. Also ich logge mich da einmal die Woche ein, klicke mich einmal durch diese ganzen Prospekte durch, was ich alles lesen soll und so. Okay. Und ja, investiere halt das Geld, was da rumliegt. Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich finde die Plattform und auch das Team eigentlich ganz sympathisch. Ich hoffe, dass sie das alles hinkriegen. Ja, schauen wir mal. Gut. Und dann geht's wieder zurück aufs Land, ne? Genau, mit Landex hier unsere Flurstückchen, Grund und Boden. Projektplattform, die sich ja gedreht hat, weg von Wald und Ackerflächen hin zu nur noch Ackerflächen. Aber jetzt habe ich letztens auch wieder eine Waldfläche gesehen. So ganz eindeutig sind die ja irgendwie nicht unterwegs, ne? Nee, nicht so richtig. Also ich hatte 12 Projekte auf Landex und ich habe heute, glaube ich, noch 2. Also ich habe mich entschieden, da wieder komplett auszusteigen. Es war eh nur eine Testposition, aber mich nervt diese Plattform einfach. Die ist
total lahm, es gibt Fehler, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas wirklich vorwärts geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich da zukünftig großartig engagieren möchte. Deswegen habe ich jetzt noch 2 Projekte, die verkaufe ich noch. Der Rest ist schon weg und dann lasse ich es auszahlen. Hast du den mit Aufpreis verkaufen können? Ja, komplett. Also auch deutlich. Also ich habe teilweise 20-25% Rendite. Also ich habe wirklich gute Sales gemacht. Jetzt die letzten beiden, die hängen ein bisschen. Die werde ich ein bisschen runtersetzen müssen. Aber ansonsten bin ich echt gut raus. Ja. Ich habe da einige Projekte, aber ich habe die alle nur mit dem Mindestinvest mitgenommen, was ich 10 oder 20 Euro. Also das heißt, unterm Strich habe ich da auch nur Peanuts drin liegen. Das ist völlig Wumpe. Aber die investieren sich ja jetzt auf Seeders, machen so eine Funding-Runde. Da hatte ich erst kurz überlegt, ob ich tatsächlich mitmache. Mich dann aber doch auch dagegen entschieden, tatsächlich. Okay. Weil eben, ja, wie du sagst, es ist irgendwie so ein bisschen indifferent, was ich so, mein Feeling, ne? Also mehr brauche ich ganz gar nicht so richtig beziffern. Auch was die Übersichtlichkeit angeht. Also ich finde nicht, dass man auf einen Blick sieht, wie viel man investiert hat, wie viel man an Rendite gemacht hat, wie viel man freies Kapital hat. Das sind so viele Werte und Zahlen und Zeug. Aber das ist alles so durcheinander. Also das überzeugt mich nicht so hundertprozentig aktuell. Die Idee dahinter, absolut. Also die ist, finde ich, schon cool. Dieses Kleinschnippeln von Grund und davon dauerhaft zu partizipieren in Form von Ausschüttungen, finde ich toll. Aber ja, so wie die Umsetzung ist, also ich lasse es mal laufen. Vielleicht wird es ja mit der neuen Finanzierung schicker, höher, weiter. Und wenn nicht, dann ja, ist auch nicht viel. Ja. Ich finde das Konzept auch echt klasse. Also, aber ja, wie du schon sagst, also die Umsetzung nicht. Und ich glaube, die haben auch bis heute noch keinen Kontoauszug. Das heißt, du kannst nicht wirklich sehen, was auf deinem Konto hin und her gelaufen ist. Das ist eigentlich auch ein Unding. Also ich weiß jetzt nicht, was an der Programmierung da so schwer sein soll. Ja, eben, du kannst nicht so ganz nachvollziehen, was jetzt eigentlich dein, also ich habe, das ist auch die einzige Plattform, die ich glaube, ich habe, glaube ich, gar nicht in Portfolio Performance drin. Ich meine, bei 200 Euro ist es ja auch kein Drama, aber trotzdem, also habe ich selbst bei den kleinsten Anfängen das immer rein, weil es mir überhaupt nicht klar ist, genau, was ist jetzt hier, was soll ich denn da eintragen? Was ist denn jetzt so mein Wert, ne? Ich habe es schon in Portfolio Performance drin, ich habe ja alles drin, aber es ist halt wirklich, du musst es quasi taggenau machen. Also hast du einen Verkauf, einen Sale, musst du halt den direkt übertragen, manuell in Portfolio Performance, damit dein Ergebnis stimmt am Ende. Ja, und das kann es nicht sein. Genau, ich nehme eigentlich immer nur, ich schaue mir eigentlich bei allen anderen Plattformen immer meinen Portfolio-Wert an und trage dann die Differenz als Zinsen ein und fertig. Und mehr Aufwand will ich mir eigentlich nirgends machen müssen. Ja, das kannst du halt da nicht so richtig machen, ja. Nee, deswegen habe ich es gelassen, ja. Sonst habe ich auch tatsächlich alles drin, aber das habe ich gedacht, nee, das mache ich dann, wenn es gescheit gelöst ist bei denen oder wenigstens mal vierstellig wäre. Aber das ist es noch nicht und das wird es auch so schnell nicht werden. Ja, ja, mal gucken, wie sich die Plattform entwickelt. Ja, und dann haben wir ja noch ein besonderes Konstrukt da draufstehen. Eine Plattform, die gar keine Plattform ist. Nee, genau, aber ich habe sie wieder aufgenommen, weil es ja auch zu meinem P2P-Investment gehört und ich es auch gelistet habe, offiziell auf meiner Website, das ist der Honeycomb Investment Trust. Da habe ich mich ja zu einem ganz guten Zeitpunkt, würde ich sagen, eingekauft, nämlich da, wo es ziemlich unten war und auch noch weiter runter geht. So aktuell ist der bei -8%. Das ist halt ein börsliches Investment. Das heißt, es schwankt im Wert und auch im Preis. Ich habe auch diesen Monat wieder nachgekauft und ich habe auch mir da den Zielwert gesetzt, dass ich 100 Euro umgerechnet an Dividende haben möchte. Das heißt, die zahlen quartalsweise aus. 300 Euro müssen es dann bei der Quartalsdividende sein. Aktuell bin ich bei umgerechnet 75 Euro pro Monat. Das heißt, da ist schon ordentlich was drin. Im Pfund, muss man wissen. Ja, richtig, im Pfund, ja. Genau, aber die Dividende rechne ich dann halt in Euro um. Klar. Und ja, und die, man muss auch sagen, wenn man sich jetzt die Vergangenheit anschaut, also die Kurse, die man für den Preis, wo man das den Fonds aktuell bekommt, ist schon echt richtig krass günstig. Sofern es jetzt keine schwere Rezension gibt, dann kauft man eher ins fallende Messer. Aber ansonsten, ja, die Dividende 8% oder sogar, glaube ich, ein bisschen mehr aktuell, ist schon ganz ordentlich. Und was natürlich auch der Fall ist, es ist das wirklich einzige komplett hundertprozentig passive P2P-Investment. Also brauchst du wirklich nichts machen, außer auf Kaufen drücken. Ja, ist richtig. Ich meine, da ist jetzt halt dann massiv eingepreist worden, die steigenden Zinsen überall, ne? Also das ist halt, hat halt doch ein paar langlaufende Kredite bei sich im Portfolio und das merkt der natürlich dann schon. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil das gibt mir ja, das haben wir auch schon drüber gesprochen, das gibt mir auch so ein bisschen einen Indikator, wie gerade der P2P-Markt aussieht. Klar, das ist jetzt nur Großbritannien, aber trotzdem gibt einem das so ein bisschen, ja, einen Ansatz. Okay, wie läuft's denn gerade in der Wirtschaft? Ja. Und wie man sehen kann, kriegt man den gerade bei -10% oder -11% Discount. Ja, läuft gerade nicht so gut aktuell. Aber zumindest die Ausschüttung laufen. Genau. Ja, ich habe ihn ja auch, aber ich habe ihn noch nicht nachgekauft, habe noch überlegt, ob ich ihn dann vielleicht nächsten Monat, wenn wieder frisches Geld, weil als Arbeitnehmer hat man ja
zyklisch gelten, ne? Und nicht unbedingt immer. Ob ich dann da eine Position eröffne, eine weitere oder nicht. Weil da war ja das Problem auch ein Stück weit, dass du ja mindestens 1.000 dahin schicken musst. Drunter fressen dich die Gebühren auf, selbst bei CupTrader. Ja, ja, genau. Also zahlst locker 20, 30 Euro wegen der ganzen Stempelsteuer und der Gebühr für die Londoner Börse. Genau. Ja. Das ist, darunter lohnt sich's tatsächlich nicht. Also unter 1.000, da braucht man nicht anfangen. Ja, ich meine, sonst bei CupTrader kann man, was weiß ich, $200 irgendwas in einer Aktie kaufen. Bei $2 Gebühren ist das Wump, aber bei den englischen Gebühren sieht es ein bisschen anders aus. Ja. Auf jeden Fall günstiger wie jetzt wirst du ihn, wirst du ihn vielleicht noch günstiger bekommen, ja, aber so günstig gab es ihn, glaube ich, noch nie. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, letzte Woche für 898 Pence nachgekauft. Hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt? So günstig gab es ihn noch nie. Wie er wird, wissen wir halt leider nicht, ne? Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Investment, wo man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen muss, würde ich mal sagen. Kann man in 5 Jahren sich nochmal anschauen und dann gucken, was, also die Dividende, die kommt ja auch noch mit drauf und wie sich das dann zusammen mit dem Kurs dann irgendwann entwickelt hat. Gut. Dann lass uns mal noch rüberspringen. Wir sind jetzt durch mit unserer Liste, haben hoffentlich nichts vergessen. Ansonsten erinnert uns dran, dann machen wir die beim nächsten Mal. Das heutige P2P-Café wird gesponsert vom tschechischen P2P-Marktplatz Bonster. Die Plattform ist eine durchaus spannende Alternative zu Mintos, bietet sie jedoch ebenfalls eine extrem breite Diversifikation sowie Kredite aus den verschiedensten Bereichen an. Unter anderem gibt es auch besicherte Kredite auf Bonster, beispielsweise mit Immobilien oder seit letztem Jahr sogar Bitcoin. Bonster hat eine Durchschnittsrendite von 13,7% und neben dem individuell einstellbaren Autoinvest kannst du auch vordefinierte One-Click-Strategien wählen. Das Ganze rundet die Plattform mit einem Sekundärmarkt ab, der für schnelle Liquidität sorgen kann, sofern benötigt. Wenn dich Bonster interessiert, dann schau mal in die Shownotes. Dort findest du weitere Informationen zur Plattform sowie einen Link für 1% Cashback auf deine Investments. Und den Fragen widmen, die hier noch auf uns eingeprasselt sind. Da gab es nämlich eine nach der realen Rendite bei Mintos nach Abschreibungen. Ja, welche Rendite? Oh, die ist doch gar nicht schlecht, oder? Nee, also die Rendite, die ihr jetzt bei mir auf dem Blog seht, die ist schon nach Abschreibung, weil ich jetzt natürlich nicht komplett alles abgeschrieben habe, sondern glaube ich aktuell ein Drittel meiner Rückholung, weil ich gehe davon aus, dass auch noch ein bisschen was wiederkommt. Aber die Abschreibungen laufen monatlich bei mir und das wird sich dann irgendwann angleichen. Aber aktuell habe ich noch eine Rendite von 8%, glaube ich. Ja, also bei mir ist es ja so, ich meine, kann sich daran erinnern, ihr habt mich ja mal verprügelt, der Thorsten und du, wieso hast du denn XI auf Jahresbasis und nicht auf Realbasis? In dem Fall hier ist es gar nicht so schlecht, weil mein XI auf Jahresbasis bei Mintos ist bei 9,5% ohne Abschreibung. Ja? Wenn ich mir den Gesamtlaufzeit, also die 5 Jahre angucke, wo ich jetzt investiert bin bei Mintos und ohne Abschreibung, bin ich bei 14,3%. Also da sieht man, die Gesamtrendite ist wesentlich besser. Also das letzte Jahr ist echt schlechter gelaufen. Wenn ich davon ein Drittel abschreibe, so wie bei dir, wäre ich trotzdem immer noch bei 13%. Vielleicht sind das meine Arbitrage-Geschäfte, wo ich gemacht habe und viele Zweitmarktkäufe und so Zeug. Und wenn ich alles abschreibe, habe ich aber immer noch 10%, also 10,3%. Also von daher sieht man schon ein Stück weit, die ersten Jahre, die haben es halt rausgerobbt. Das letzte Jahr läuft jetzt nicht so prall, ne? Ja, das letzte Jahr war ja, und das Jahr davor war auch katastrophal. Und auch von den Zinsen her war Mintos ja komplett runter. Aber jetzt kriegst du ja 17% bei Delphine mit Cashback. Also das wird auch nochmal ein bisschen was rausreißen. Das wird wieder was rausreißen, genau. Aber das ist auch ein Punkt, warum wir später vielleicht bei Estate Guru noch dann sehen werden, warum die Rendite eben auf einen kürzeren Zeitraum betrachtet eben schlecht ist, weil die Kredit- oder die Zinslage eben vor 1-2 Jahren teils ja unterirdisch war. Da sind wir ja runter auf 10% und weniger. Ne? Ja, das war schon echt hart mit anzusehen. Ne? Genau, also von daher, ich kann mich nicht beklagen bei Mintos. Sei es nach oder vor Abschreibung, ist da immer noch zweistellig. Ja, ich bin ja auch immer noch positiv gestimmt. Dafür werde ich auch immer kritisiert bei Mintos, warum ich da immer noch dabei bin bei meinen Rückholungen. Aber irgendwie muss ich auch die Kurve auf der Plattform kriegen und das schaffe ich halt nur, wenn ich dabei bleibe. Ja, also ich glaube, was man halt immer bieter ist, wenn man halt frühzeitig aussteigt und das Zeug mit am besten noch mit Abschlag verkauft, dann ist wie im Aktienmarkt, wenn man halt im Tiefpunkt das Zeug verkauft, dann hat man halt das realisiert, das Verlustthema, ne? Ja, genau. Verlust ist erstmal doof. Das wollen wir ja nicht. So sieht's aus. Apropos Verlust, ne? Da gibt's ja schon die ersten, die auch denken, dass bei deinem schönen Roller-Investment die Verluste sich manifestieren werden, ne? Ja, genau. Vor allem
diejenigen, die gerade einen Monat dabei sind und das, ja, vielleicht die Versprechungen auf der Website ein bisschen zu ernst nehmen, muss Bullride sich natürlich auch für kritisieren lassen, dass sie das nicht geändert haben. Aber die reden auf der Website immer noch davon, dass sie halt 913 Euro, glaube ich, stehen da derzeit wieder einspielen, statistisch in einem Jahr. Aber davon sind wir halt weit weg und die haben es auch noch nicht geändert. Aber ich habe mein Minimalziel jetzt erreicht mit meinen beiden Scootern. Das heißt, ich habe 475 Euro dieses Jahr kassiert und ich habe 1.900 Euro für die Roller bezahlt. 4 Jahre sollen sie laufen. Das heißt, ich müsste 475 Euro pro Jahr mindestens einnehmen. Und ich glaube, heute habe ich sogar die 500 schon durchbrochen. Also ja, ein Verlustgeschäft wird es, denke ich, auf jeden Fall nicht werden. Und die Saison läuft ja auch noch. Ich meine, wir haben jetzt noch den Rest des Augusts. Der ist ein ziemlich guter Monat. Den September, den Oktober. Und danach wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Mhm. Aber da geht auf jeden Fall noch was dieses Jahr. Also braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es kommt hier ganz stark auch drauf an, was ist dein Einkaufspreis wirklich? Also ich habe jetzt echt für 1.902 Stück bekommen. Aber ich kenne auch Leute, die ja recht ungeduldig waren und sich auf dem Zweitmarkt irgendwie welche für 1.200 oder 1.300 gekauft haben. Die haben natürlich bei denen, bei der aktuellen Performance einfach ein Problem, das wieder reinzukriegen. Ist auch ganz klar. Deswegen echt versuchen, da den Einstieg so günstig wie nur möglich zu wählen. Und vielleicht auch nicht die Fear of Missing Out da irgendwie über sich ergehen zu lassen. Ja, war halt so mit Verknappung, ne? Also es war ja schon dramatisch damals, die Situation. Ich wollte ja auch unbedingt einen haben. Bin jetzt so unglücklich, bin ich jetzt nicht drüber, dass ich jetzt keinen habe tatsächlich. Also ich bin vor allem halt mal echt, echt gespannt, ob diese 4 Jahre dann erfüllt werden können. Weil die, ich habe es ja dir im Vorgespräch erzählt, also ich habe heute einen Podcast gehört, Doppelgänger, da haben sie sich die Bird-Zahlen angeguckt, also von dem Scooterverleiher. Und die hatten bisher eine Laufzeit von einem Jahr, sogar teils geringer die Laufzeit, und haben jetzt mit der neuen Generation gehen sie jetzt davon aus, dass die Dinge in 2 Jahre halten im Schnitt. Hm, genau. Und 4 ist halt schon ein Wort. Das ist halt dann doppelt so lang. Ja, ich glaube, die Scooter sind halt andere. Und die Länder sind, glaube ich, auch andere. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, Bird operiert, glaube ich, auch in Schweden, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie auch in Norwegen und Finnland sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für das gesamte Portfolio bei denen zählt oder nur, muss das ja auch auf Länder sehen. Weil zum Beispiel Bullride will ja jetzt in Moldawien starten und ich glaube, da ist die Laufzeit auch direkt weiter runtergesetzt, weil die nicht davon ausgehen, dass die Dinger da 4 Jahre halten werden. Und du musst es halt immer von Land zu Land auch, glaube ich, sehen und was für ein Scooter du da einsetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass die in ihrem Quartalsbericht das auf Länder aufschlüsseln, sondern halt auf die Gesamtflotte. Ja. Aber trotzdem spannend, also dass es dann, wie es so schön heißen wird, ein heißer Ritt für euch vielleicht. Tja, ein Bullrider, ganz genau. Aber muss auch sehen, aktuell steigt es etwas. Also ich habe jetzt die letzten Tage immer über 5 Euro gehabt, das ist schon relativ viel. Ich glaube, einmal habe ich sogar an den 6 gekratzt. Also ja, bin da recht positiv, dass das am Ende eine ganz gute Rendite ergeben wird. Aber klar, der Vermögenswert ist am Ende weg. Klar kann ich mir den abholen, wenn ich Lust habe. Ja, schauen wir mal. Und für alle, die es interessiert, es gibt jetzt auch eine Bullride-Telegram-Gruppe. Vielleicht können wir die dann später in den Shownotes auch verlinken. Oh ja, unbedingt. Also wir haben die P2P-Gruppe und Bullride ein bisschen getrennt. Und in der Bullride-Gruppe sind, glaube ich, auch schon jetzt über 100, 110 Mitglieder drin. Und da ist auch der Heiko Hildebrand drin, der Co-Founder. Und ja, da kann ja auch direkt gefragt werden. Das ist der schnellere Weg, als wenn man ihn da irgendwie über E-Mail anpingt. Und da kann man sich halt auch mit anderen Bullride-Investoren unterhalten. Ja. Geteiltes Leid ist doppeltes Leid, oder wie war das? Ja, und interessanterweise ist bei den Investoren gar nicht so viel Leid. Meistens ist es bei denen, die nicht investiert sind, habe ich das Gefühl. Ist dann der Neid, der pure Neid, Lars, der euch entgegenschlägt? Ich weiß es nicht. Also es ist halt, Fakt ist halt einfach, wenn man in sowas investiert, dann kann man nicht davon ausgehen, dass nach 3 Monaten das alles shiny aussieht. Sondern muss da auch da ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und muss ja auch sehen, was wäre denn, wenn es andersrum wäre? Also was wäre, wenn das jetzt ein Bombenjahr wäre? Ich weiß nicht, du gehst da rein und willst immer mehr Scooter haben, bist dann irgendwann mit 10.000 Euro da drin, dann ist das nächste Jahr richtig scheiße, wo du vielleicht dich viel zu teuer eingekauft hast. Also ich hab's lieber so rum, vielleicht ist das nächstes Jahr gut, die nächste Saison noch besser, wer weiß. Ja, es ist halt nur mal ein Startup-Investment, das muss man ganz klar sehen. Das ist ein ganz neues Business. Sie haben eine Idee, wie sie besser sind als ihre Mitbewerber und müssen sich halt erstmal beweisen, ob das auch so skaliert. Genau, ja. Und es kommen jetzt auch neue Länder. Moldawien haben wir eben schon kurz angeteasert. Also da wird, glaube ich, gestartet mit 100 Scootern, die jetzt irgendwann dann auch auf den Markt kommen werden. Und der Heiko hat auch schon E-Autos angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird, aber auf jeden Fall hat Bullride da echt große Pläne. Bin gespannt. An sich echt ein super spannendes Thema nach wie vor. Dann wechseln wir mal zu einem anderen Thema, was spannend war für viele oder ist. Oh, ich ahne. Genau, unser Crypto-Lending-Thema. Da haben wir ja alle mehr oder weniger die Reißleine gezogen, Lars, oder?
Nicht ganz. Ich bin auf einer neuen Plattform gestartet, wo man keinen Coin braucht. Das ist YouHodler. Die fand ich ganz cool. Da bin ich jetzt noch. Und ich habe auch noch meine Coins auf Nexo liegen. Allerdings die Euros habe ich komplett rausgenommen. Und Celsius war ja mein größtes Portfolio. Da bin ich ja Gott sei Dank gerade noch rausgekommen. Ansonsten wäre das echt bitter geworden. Das würden wir den Podcast ja heute bestimmt nicht machen. Ach, was wird schon der Wunden lecken? Ja, genau. Also das hätte mich echt tief getroffen. Also ja. Nee, aber ansonsten bin ich auch aus dem Crypto-Lending tatsächlich erstmal raus. Ich glaube, die Plattformen haben alle sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Klar kann man das alles auf die wirtschaftliche Situation lenken, bla bla bla. Aber nee, also das ist echt, viele haben es einfach verkackt. Und deswegen vertraue ich auch keinem Nexo oder sonst irgendeine Plattform mehr. Laufen tun sie ja alle noch. Also weder ein Coinloan noch ein Crypto.com noch ein Nexo macht da irgendwie Probleme. Ich meine, ich habe auch meine Fiat-Einlagen bei und Bitcoins bei Nexo abgezogen, habe noch ein paar so exotische Token da rumliegen, sind aber auch nur ein paar hundert Euro, plus auch alle Nexos, die habe ich auch liegen, die lasse ich auch liegen, in der Hoffnung, dass es eben nicht den Weg alles Irdischen geht dort. Und was ich auch noch am Laufen habe, ist Crypto.com im Lending. Da habe ich tatsächlich auch noch einen großen oder einen größeren Batzen im Lending liegen, schichte aber die alle nach und nach um in flexibles Lending, um sie dann doch vielleicht geballt abzuziehen. Ja, wenn es halt noch geht, ne? Also es ist ja ich schicht's jetzt eher um, weil ich noch ein paar ich hab noch ein paar länger laufenden und wenn sie alle mal nicht mehr lang laufen, dann wollte ich sie umschichten. Okay. Also nicht auf zweimal, weil es halt einfach, ich meine, die Gebühren sind da schon richtig satt, wenn man das Zeug, wenn man Bitcoin verschiebt, weißt du ja selber. Das ist halt nicht nur mit 50 Cent getan. Nee, das geht schon richtig ins Geld. Ja. Genau. Aber auch hier ist es echt super gefährlich bei Celsius. Ich meine, der CEO, ich habe das ja in meinem Beitrag auch gepostet, einen Tag bevor die Auszahlungen da gesperrt wurden, hat er noch sich über irgendwen lustig gemacht, der genau davor gewarnt hat. Du kannst dir echt nichts glauben. Und die Läden sind so intransparent, Nexo auch. Also das Firmenkonstrukt ist so krass intransparent. Nee. Auch Crypto.com, die sich ja mit ihren Marketingaktionen vielleicht übernommen haben, weiß kein Mensch, hier eine halbe Fußballmannschaft gekauft, Stadion benannt, Rennen finanziert. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Das stimmt, ja. Nun ist wahrscheinlich Crypto.com nochmal eine andere Nummer, was die Größe angeht. Wenn die baden gehen, dann haben wir, glaube ich, auch nochmal Spaß am Kryptomarkt. Auf jeden Fall, klar. Ich glaube, Nexo wird wahrscheinlich niemanden interessieren, nehme ich mal an. Die sind auch schon relativ groß. Ja, die sind schon groß, ja. Ja, aber nicht so groß wie Crypto.com. Das sicher nicht, ja. Also von daher weiß ich noch nicht ganz, aber ich denke auch im Moment, also wenn jetzt hier wieder so ein, wie heißt das so schön, Bullrun oder hier to the Moon starten würde, gerade jetzt, dann würde ich es vielleicht nochmal lassen, weil dann verdienen die ja auf einem Schlag wieder Geld, weil dann einfach neue Mittel reinfließen. Wenn das jetzt aber alles weiterhin so vor sich hin dümpelt oder noch seitwärts nach unten läuft, dann würde ich es auch, wie immer, nicht auf mein eigenes Teil, sondern ich würde es zu Bison tatsächlich schieben. Genau, Bison kann man machen oder halt auf den Ledger, auf den Hardware-Wallet. Das habe ich jetzt gemacht zum Teil. Und da kann man auch beispielsweise Ethereum kannst du da auch staken, kannst du Solana staken, dann kannst du auch da deine Rendite machen. Aber halt, du musst jetzt nicht deine Gelder auf einer zentralisierten Plattform irgendwie liegen lassen und Gefahr laufen, dass die halt einfach die Pforten schließen. Genau, deswegen, also bei Bison habe ich das Vertrauen, dass sie eben, wenn sie schließen, dann irgendjemand anders sich drum kümmert um die Insolvenz. So, ne? Also, dass die Gelder nicht komplett weg sein werden. Aber ja, ich muss mich halt auch nicht um sowas kümmern, wie habe ich meine Seed Phrase ordentlich aufgehoben. Ja. Das ist halt schon sowas, wo man schon aufpassen muss. Aber gut. Seed Phrase habe ich in mein Notepad kopiert, die liegt auf dem Desktop. Ah, du kannst sie mir nachher schicken, Lars, kein Problem. Ich kümmere mich darum. Naja, auf jeden Fall an alle da draußen auch nochmal überprüft eure Crypto-Lending-Aktivitäten. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ohne Verlust rausgekommen. Ich hoffe, ihr auch. Aber ja, sorgt auch dafür, dass das so bleibt. Ja, und man hat ja gesehen, hattest du es erwähnt, dass Nuri ja dann auch in den Abgrund gezogen wurde durch, ne? Ja, das Ertragskonto hing halt an Celsius, klar. Aber ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie zweigeteilt, ja. Also ich glaube, dass die Gelder auf dem Ertragskonto, die hängen irgendwie fest das durch Celsius. Weg, ja. Genau. Aber ansonsten konnte man noch irgendwie Gelder abziehen, die da nicht lagen. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Ja, da muss ja eine Einlagensicherung und so für den normalen Konten muss es ja geben. Trotzdem wäre das noch spannend, ob nicht auch hier hinten dran die Solaris Bank Probleme davon kriegt. Also so ganz ausgestanden ist das Thema vermutlich noch nicht für die, zumindest mal ganz teuer werden. Ja, und jetzt suchen sie, glaube ich, einen neuen Investor, ne, der den Laden irgendwie übernimmt, rebrandet und dann wieder neu startet. Tja. Was habe ich gelesen? Das ist schon, die haben doch schon mal einen neuen Namen gehabt vorher, ne? Danach. Bitwala waren sie zu Anfang. Ja, genau. Ja, schauen wir mal.
Gut, aber ich denke, damit haben wir die Frage, was wir vom Krypto-Landing gerade halten, erschöpfend beantwortet. Ich glaube auch, ja. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und das ist die Umstellung der Nodes auf den verschiedenen Plattformen. Ja, und da gab es aus der Community die berechtigte Kritik, dass es ja keiner wirklich gelöst hat und dass es da nur Probleme gibt. Wie hast du das wahrgenommen bis jetzt? Naja, ich habe es ja schon bei der ersten Folge gesagt, ich habe nur ein bisschen Nodes auf Mintos gehandelt, hin und her gehandelt. Das hat problemlos funktioniert, also da habe ich überhaupt keine Schmerzen gehabt. Das wurden auch brav die paar Cent Quellensteuer angezeigt in der Haltezeit, wo ich die Dinger noch hatte. Also habe ich nichts gemerkt. Bei Twino hieß es ja auch, dass deswegen Cashtrack da ist. Bei meinem kleinen Betrag ist mir da auch nichts groß aufgefallen. Muss man wieder gucken tatsächlich morgen, ob vielleicht alles so rumliegt. Ja, und Debitum, weißt du ja, bin ich gar nicht investiert. Ne? Ja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Debitum und Mintos, die haben es am besten hinbekommen. Also gerade Mintos hat mich überrascht. Das ist ja echt, glaube ich, ja, die Plattform mit dem größten Aufwand gewesen, aber auch die, die es am Ende am besten hinbekommen hat, fand ich. Da habe ich echt gar nichts gemerkt. Bei Debitum gibt es halt das Problem mit dem Auto-Invest. Gut, das liegt jetzt scheinbar nicht an denen, aber diese Umstellung auf diese Asset-Backed-Securities haben sie auch super hinbekommen. Ja, bei Twino ist halt das Problem mit dem Cash-Track und auch da ist der Informationsfluss genau über den Russland-Krediten irgendwie nicht da. Was ist jetzt Sache? Was ist umgestellt? Keine Ahnung, weiß man nicht. Man weiß nur, das wird nichts investiert. Ja, und Wire-Invest ist natürlich die Vollkatastrophe. Ja. Ja, leider anscheinend. Also gut, dass ich da mal nicht investiert bin. Aber da hatte man ja auch eine Frage dazu. Hier, ob wir irgendwas zu dem schiefgegangenen Plattform-Upgrades wissen. Ja, also ich glaube, so richtig ist es noch nicht raus. So seit diesem Tag X, wo sie halt gesagt haben, okay, wir schalten jetzt um, ging es drunter und drüber. Also die Kontostände passen nicht mehr, die Statements gehen nicht mehr, also die Kontoauszüge, die deutsche Übersetzung ist weg. Dann haben sie jetzt Pending Payments eingeführt, aber ohne Erklärung. Der Buyback-Button ist verschwunden, also ganz viele Sachen, die einfach zeitgleich kamen. Und das Thema ist halt bis heute noch nicht klar. Also wenn du heute dich einloggst, dann wirst du wahrscheinlich immer noch einen falschen Kontostand haben. Die Statements gehen immer noch nicht. Also vieles ist da echt noch kaputt und na, die Anzeichen verdichten sich, dass es halt nicht nur reine Umstellungsschmerzen sind, sondern dass da tatsächlich irgendwas im Hintergrund kaputt gegangen ist. Irgendwas in der Datenbank, keine Ahnung, was sie nicht wiederhergestellt kriegen. Autsch. Keiner weiß es. Aber auch da, keiner kommuniziert richtig. Die schicken nur Textbausteine raus. Ich habe auch versucht, mit den Verantwortlichen da in Kontakt zu kommen. Das hat auch anfangs gut geklappt, die ersten zwei Tage. Aber danach war von deren Seite Funkstille, als ich dann ein paar mehr Fragen gestellt habe. Finde ich ein bisschen schade. Also ich hatte schon mal einen ganz guten Kontakt zu denen, aber dann gab es ein paar Personalwechsel und seitdem ist mein Kontakt jetzt auch nicht mehr so gut. Leider. Also das klingt schon verdächtig danach, dass sie ein ernstes Problem haben. Also ich weiß das selbst, wenn bei uns ein echter Incident war, so, ne, so wirklich die Kacke am Dampfen, um es mal so zu sagen, dann hat man ja auch versucht, sich auf das wesentliche Thema zu konzentrieren und eben Außenstörungen möglichst zu ignorieren. Genau, Support quasi ignorieren und nur mit Textbausteinen antworten und so. Ja, es ist schon, gerade jetzt, wenn die nur eine Handvoll Entwickler da haben und dann können die nicht noch mit denen drüber reden, dreimal am Tag. Ja, wann wird es wieder funktionieren? Was kann man denn da tun? Sind jetzt Kundendaten betroffen? Wie viele sind betroffen? Kriegen wir die wieder hergestellt? Dann drehen die am Rad. Die müssen sich ja Gedanken machen, das Zeug wieder aufzuräumen. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, die haben ja auch, das ist ja nicht das erste Mal, dass die Probleme mit ihrer IT hatten. Die hatten auch schon dieses Datenleck und irgendein Mitarbeiter hat ja auch auf eine PD oder auf eine ZIP-Datei geklickt und irgendwie ein Virus eingeschleust. Also da haben die echt eine Baustelle scheinbar. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da je einsteigen mag bei denen. An sich ist es eine der Plattformen mit der besten Performance bei mir, seit jeher. Okay. Ja, die sind auf jeden Fall, glaube ich, in den Top 3 oder Top 5. Ja, ist echt schade drum. Aber wenn der Podcast rauskommt, vielleicht sind die Probleme dann ja schon gelöst. Oder Wire Invest existiert nicht mehr. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge, wenn wir dann einfach drüber berichten und wenn es so super wieder alles smooth läuft, dann steige ich ein. Dann ja, genau. Passt. Beise Dip, genau. Gibt es dann zweimal? Kann ich da Schnäppchen machen? Nee, ich glaube leider nicht. Ach so, ja, schade. Die Panikverkäufer jetzt kämen. Naja, gut. Vielleicht wird der ja noch eingeführt. Wer weiß. Vielleicht war da das Problem, genau, alle eure Investments sind auf dem zweiten Markt gelandet. Genau, so, ja, wenn wir es gerade beim Thema Sorgen haben, hier macht sich jemand um dich Sorgen, Lars, ne? Echt? Um mich? Warum das denn? Ja, hier, Bondora, irgendwelche Sorgen bei Lars Riesenpositionen, auch wenn sie durch deine Auszahlung immer kleiner werden, bei möglichst stärker kommender Rezession und mehr Rückzahlungsprobleme.
Vielleicht fassen wir es mal zusammen, ja. Das ist ja ein epischer Text. Im Endeffekt will unser Community-Member wissen, ob du dir einen Kopf machst wegen der Inflation und Bondora und ob die Rendite überhaupt nachhaltig ist, weil er hat es mit seiner Strategie halt eben nicht geschafft, nachhaltig zu investieren. Ja gut, da befindet er sich ja in guter Gesellschaft, würde ich sagen, aber die meisten, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich habe ja mich damals entschieden, in Bondora zu investieren, weil ich das Unternehmen entsprechend geprüft habe und ich mache mir jetzt keine Sorgen um das Kreditportfolio, weil das ist halt deren Job. Also ich weiß, dass sie von außen immer ganz viel analysieren und sagen, das funktioniert alles nicht, aber ja, ich glaube, da müssen wir uns echt aufgrund der Datenbasis, die Bondora über die Jahre angehäuft hat, keine Sorgen machen, zumindest jetzt nicht. Natürlich gibt es nie eine Garantie, aber ich glaube halt nach wie vor, dass sie da echt das ganz gut machen. Und ja, ich habe ja auch vor kurzem berichtet, dass sie das Produkt, ich glaube, auf 6 oder 8 weitere Länder ausrollen wollen. Die würden das halt, schätze ich, nicht planen, wenn die sich nicht sicher wären, dass das Produkt auch funktioniert. Ich meine, die haben ja auch schon die Firmen eröffnet und suchen Mitarbeiter dafür. Also ich glaube, auch im Rezessionsfall müssen wir uns da jetzt keine großen Sorgen machen, dass die auch noch genug Puffer nach oben haben. Die machen schon ihren Job, bin ich mir sicher. Und ansonsten, wenn sie es nicht machen, war es halt mein Risiko. Naja, dafür zahlen sie dir ja auch die 6,75%, ne? Ja, ganz genau. Und ich habe ja auch schon einiges abgehoben. Also ist jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt nicht mehr so stark im Risiko, wenn man so will, wie ich damals war, als ich angefangen habe. Ja. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass man die 6,75% definitiv, also über Cherrypicking, auf jeden Fall rausholen kann. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass Bondora mit ihrem Gesamtportfolio mehr als die 6,75% erwirtschaftet, unterm Strich. Ich meine, wenn sie das nicht tun würden, dann wäre es ja eh die Frage, warum sie überhaupt alle in Go und Grow drängen. Also wenn man damit, sie müssen mehr wie 6,75% erwirtschaften. Und wir haben es ja auch gesehen, also jetzt hier, na, das im letzten hatte ich ja berichtet vom Bot, wie viel da unterm Strich rauskommen wird, weiß ich zwar noch nicht, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass es zweistellig sein wird. Und von daher würde ich auch sagen, hier mit dem langlaufenden Portfolio, gut diversifizierten, kommt man bestimmt auf 8% unterm Strich. Und das ist im Prinzip das, was er dann halt einnehmen, die Differenz zu dem, was wir erreichen würden, plus natürlich halt, was er halt auch bei Recovery und sonst wie alles noch kassieren. Ja, ich glaube, die werden schon nie Auskommen haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich meine, das mit neuen Ländern finde ich tatsächlich ein bisschen riskanter jetzt wie du, weil da fehlt ihnen halt die Datengrundlagen, die Expertise. Das haben wir ja am Anfang gerade auch mit Spanien und Finnland erlebt, wie schlecht die performt haben und wie spät sie die wieder reingenommen haben. Und das ist halt das Risiko bei neuen Ländern. Also das werden wir halt nicht erfahren, wie das Portfolio so unterschiedlich performt wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht, ob und wie transparent das dann sein wird. Ja, ich denke schon, die werden das dann in ihre Berichte, die sie monatlich da raushauen, mit einbauen. Aber klar, dass es da vielleicht so ein bisschen huckelig werden wird, das kann schon sein. Aber auf der anderen Seite bereiten die das ja nicht erst seit gestern vor. Also ich glaube, das erste Mal habe ich davor gehört, vor 2 Jahren. Es kann natürlich sein, dass sie schon die ganze Zeit irgendwelche Daten sammeln, an was auch immer wie die für Möglichkeiten haben. Also ich glaube, die haben auch aus ihren Fehlern in Slowenien, war es glaube ich damals, und Finnland und Spanien gelernt. Ja. Schauen wir mal. Weil wir gerade bei Bondora sind, da war auch noch eine Frage, weil du ja so ein relativ großes Portfolio hattest und vermutlich auch noch hast bei Go & Grow. Wie viel denn Go & Grow ausmacht prozentual bei dir, was so die Rendite angeht? Also wie weit klettert es einfach deine Renditekurve? Ah ja, genau. Genau, das war die Frage von dem Sam. Schöne Grüße. Der hatte gefragt, ich habe dieses Diagramm bei mir auf dem Blog, wo ich die Rendite hochrechne von meinem P2P-Portfolio an und gegenrechne gegen den S&P 500 und den MSCI World. Und die Kurve ist relativ gerade, bis es dann halt diesen Abfall in der Corona-Krise gibt. Dann geht es halt wieder weiter gerade nach oben. Und die Frage, die der Sam damals hatte, war, wie es denn aussehen würde, wenn ich halt nicht mein super stabiles Go-and-Grow-Portfolio drin hätte. Und das habe ich mal rausgerechnet bei Portfolio Performance. Und ich komme mit Go and Grow bei irgendwie 85-84% raus. Und ohne das Portfolio von Go and Grow sind es 82%. Also der Abfall während der Corona-Krise ist deutlich stärker, weil ich halt nicht diese Stabilität drin habe. Drawdown, ja. Genau, aber ansonsten geht es trotzdem nach oben. Also es macht nicht so viel Unterschied am Ende aus. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, es bringt Stabilität rein, klar. Ich würde dann auch in die Shownotes packen, die zweite Grafik, und die anderen können sich ja alle auf deinem Blog angucken. Ja, genau, kannst du machen, ja. Machen wir das so. Genau, dann haben wir als nächste Frage, Lieblingsthema von vielen gerade aktuell, Estate Guru, die Einschätzung zu den deutschen Projekten.
und es halt um die Zunahme von Lates und Defaults bestellt ist. Also nicht nur Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ja, also ich glaube, Deutschland ist ja schon in Diskussion, seit die wir Deutschland gestartet haben. Und es wird sich da immer auf die ganzen Schlösser und so bezogen. Aber ich weiß jetzt nicht bei meinem Portfolio, was da jetzt genau das Problem ist. Also wenn ich in meinem Portfolio schaue, dann sehe ich jetzt keinen deutlichen Anstieg zu von vor 6 Monaten. Hast du deutsche Projekte überhaupt? Ja, ich habe viele deutsche Projekte. Ja. Echt? Okay. Ja. Und auf die Late Loans schaue ich nicht. Ich mache das bei allen anderen auch, dass ich einfach nur mal auf den Gesamtkontostand schaue und auf meinen Cashflow. Und wenn ich mir die Berichte von Asseguro selbst anschaue, jetzt vom letzten Monat, dann reden die auch dass die Ausfallrate stabil bei 5,1% ist, was jetzt nicht viel ist. Mhm. Und auch da gibt es jetzt keinen Anstieg. Ich meine, die reporten das ja relativ transparent. Mag sein, dass jetzt irgendwelche Kredite verspätet sind, aber am Ende, was interessieren mich die verspäteten Kredite? Solange die jetzt nicht übermäßig in die Recovery laufen, sollen sie verspätet sein von mir aus. Am Ende ist ja wichtig, was für eine Zahl bei mir auf dem Konto ankommt und wie sich das Portfolio im Ganzen entwickelt. Also auf diese Einzelschicksale, mir persönlich sind die total egal. Ja, ich habe auch ich habe 3 deutsche Projekte, von denen sind tatsächlich 2 im Default oder Partial Recovery. Eins ist noch pünktlich und das ist halt jetzt dann ein bisschen spannend, ob die 5% von Asseguro sich nur auf die Defaults beziehen oder auch wenn sie über Partial Recovery reden, was ja im Prinzip auch im Default-Status ist, nur dass sie da halt schon ein bisschen Geld eingetrieben haben. Ich denke mal, die rechnen das dazu. Das ist ja quasi auch Default. Ich glaube, das ist beides zusammen. Partial Recovery und der Default selbst. Ja, weil dann, wenn ich die beide zusammenrechne, habe ich schon 11 Projekte, die in Default stehen und das sind bei 136 dann jetzt keine 5% mehr, aber auch keine 10%. Also da bin ich dann irgendwie schlechter als den Erschnitt. Was ja okay ist, kann ja immer passieren. Das ist, weil du die deutschen Projekte nicht ausgewählt hast, Thomas. Ach so, du meinst die deutschen. Du hättest mehr in Schlösser investieren müssen. Ja, vielleicht nicht. Ich habe irgendwie da kein so großes Vertrauen gehabt. Ich wollte erstmal eben so einen Zyklus abwarten, also am besten noch 2 Jahre. Das ist immer so ein guter Zyklus, um dann zu sehen, wenn sie mal wieder so eine Bilanz veröffentlichen, wie die einzelnen Länder liefen. Und nach 2 Jahren sollten sie es auch mal ungefähr, sie auch selber ein Gefühl haben drin, was sind jetzt gute deutsche Projekte und was sind schlechte deutsche Projekte? Ja, gut, aber das ist deren Job, das ist nicht mein Job. Also deren Job, klar, aber ja. Ich denke, den Job können sie halt dann auch selber gut machen, wenn sie auch eine gute Datenbasis und gutes Material haben. Die haben sie halt einfach noch nicht. Ja, das wird sich über die Zeit wahrscheinlich geben. Und die haben jetzt auch einen neuen CEO für Asseguro Deutschland. Mhm. Der ist ja schon ein bisschen länger dabei. Vielleicht kriegen wir den auch. Ich habe ihn schon angefragt für ein P2P-Treffen, dass er mal ein paar Fragen beantwortet. Auch in Deutsch. Weil hatten ja vorher diesen Italiener da. Hatte ich jetzt nicht so viel Vertrauen rein, muss ich sagen. Den haben sie jetzt outgesourced, ich glaube. Der arbeitet, glaube ich, noch, aber der ist, glaube ich, für ein anderes Land zuständig. Ich glaube sogar Italien, bin mir nicht sicher. Aber vielleicht kann uns der deutsche CEO dann oder Country Manager dann ein bisschen Fragen dazu beantworten. Meine deutschen Projekte sind übrigens gar nicht ausgefallen. Die sind nämlich nur verspätet, aber das schon 100 Tage. Ja, ist alles gut. Genau, alles gut bei Estate Grove. Von daher, lass uns weitermachen mit dem Stand bei Mintos bezüglich der russischen Kredite. Ja, ich glaube, da ist lange Zeit nichts passiert, weil die halt keine Möglichkeit hatten. Das ist halt das Problem als Marktplatz. Kommst du halt nicht an die Gelder dran, wenn die Zahlungswege gesperrt sind. Aber vor kurzem haben sie ein Rubelkonto eröffnet und die ersten Zahlungen von einem Kreditgeber, und zwar Revo Technologies, sind, glaube ich, auch schon eingelaufen. Das waren umgerechnet also 143.000 Euro, also 10 Millionen Rubel, das ist das Maximum. Das hat ja der russische Präsident so festgelegt in seinem komischen Dekret, dass halt nicht mehr im Monat gezahlt werden dürfen. Genau, das heißt Revo Technologies, die werden jetzt ihre Sachen zurückzahlen, da bin ich auch investiert. Mhm. Ich habe jetzt noch nichts davon bekommen, aber es wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis ich da auch dabei bin. Und die anderen weiß ich jetzt nicht, aber die werden jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwann kommen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Mintos-Investoren, dass es da jetzt vorwärts geht. Da scheinen sie etwas erreicht zu haben, auf jeden Fall. Gehen wir mal noch kurz die anderen Plattformen durch. Das war auch noch eine Frage. Mal kurz über die Plattform fliegen. Wir haben es ja schon im ersten Teil ein bisschen gemacht. Also Bonster, wie immer, nichts. Ja, genau. Das ist, was sie am besten können. Wir wissen einfach nichts. Vielleicht kommt ja sogar ein paar Cent. Ich gucke mein Konto auch so nicht an, aber vielleicht kommt auch nichts. Ja. Kommunikation, nichts. Twino? Ja, Twino, weil man weiß es nicht richtig. Die haben halt keine Statistiken, aber es laufen wohl interne Rückzahlungen, aber du kannst es halt überhaupt gar nicht nachverfolgen. Wie gesagt, also ich habe das Gefühl, die wollen das eher unter den Tisch kehren. Ist halt alles im eigenen Unternehmen. Das
trägt man nicht so gerne draußen. Auch wenn du bei den Blogartikeln schaust, findest du überhaupt nichts über Russland. Also es ist halt echt, sehen sie selber nicht so gerne scheinbar. Vielleicht sind die irgendwie mit was verbandelt. Ja. Ja, gut, die haben halt einen russischen Zweig. Also es ist halt ein Kreditgeber, von denen kommt halt aus Russland. Na dann. Ist halt so. Wundert es mich nicht, ja. Debitum, da hast du ja auch schon mal erwähnt, dass sie Probleme mit einem Kreditgeber haben. Genau, aber das Portfolio, das reporten die einmal im Monat. Auch jetzt nicht sehr oft, aber einmal im Monat reicht völlig aus. Und da reporten sie die neuen Zahlen. Das sieht ganz gut aus. Aber es hängt halt alles so ein bisschen auch davon ab, wie sich die ukrainische Währung entwickelt. Je nachdem, wie die Autos verkaufen, sind die halt dann am Ende weniger wert und die Währung selber nichts mehr wert ist. Ja, aber das können die halt alles erst angehen, wenn der Krieg vorbei ist. Und wann das sein wird, keine Ahnung. Hoffentlich bald, ja. Genau, Peaberry ist einfach, das haben wir ja schon oft genug erwähnt. Genau, brauche ich erwähnen. Wenn es Kommunikationen gibt, dann dort. Ja. Du bist noch bei Iuvo investiert? Nee. Aber Iuvo ist eine Plattform, die auch das gleiche Problem hat. Die haben ja auch Quico an Bord und ich glaube auch ein paar andere. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es da aussieht. Aber ich glaube, die reporten zumindest auch ein bisschen was. Das Schräge ist ja, bei Quico selbst konnte ich noch entspannt meine ganzen Sachen abziehen. Ich habe jetzt nur noch die Start-up-Bonus dort liegen, die 20 Euro. Die werden auch immer wieder frei sich reinvestiert. Das sieht so aus, wie wenn da gar nichts wäre. Also so. Ja, die ist ja ähnlich aufgestellt wie Robocash, nur ein bisschen kleiner. Aber das ist ja auch so eine internationale Holding. Und ich glaube, die Konten, die haben ja auch etliche internationale Konten. Wenn du da direkt investiert bist, dann merkst du nichts davon. Ich meine, in Russland werden weiter Kredite vergeben und wer weiß, wo die noch Kredite vergeben, keine Ahnung. Ja. Und wenn das alles über externen Zahlungsverkehr läuft, dann läuft alles so weiter wie bei Robocash. Gut, dann haben wir noch als, ist das unser letztes Thema? Ja, es ist sogar unser letztes Thema für heute. Wohl erkennbar ist ein Rückgang bei den Volumina quer durch alle Plattformen und was für ein Druck da aufgebaut wird. Also erstmal ist ja sowieso, haben wir ja schon gemerkt, P2P ein saisonales Geschäft. Das heißt, im Sommer ist allgemein weniger los. Ja. Aber auch hier wieder der Verweis auf P2P Market Data. Die hatten in ihrem letzten Blogbeitrag ein schönes Diagramm. Und da ging es um den Vergleich zwischen dem Direct Marketplace Lending. Also wenn man halt Unternehmen hat wie Bondora, Robocash, die halt wirklich aus dem eigenen Unternehmen Kredite vergeben und halt die Resale Marketplace, also was wie Mintos, die halt ja Dritte an Bord haben. Und die Entwicklung zwischen dem Volumen, und da sieht man ganz klar, dass sich in einer Krisensituation diese Resale-Marketplace, die Resale-Marktplätze, dass die sich halt vom Volumen her deutlich stärker nach unten entwickeln als das Direct-Marketplace-Lending. Das heißt, die Investoren vertrauen mehr den Plattformen in Krisensituationen, wo sie die Kredite mehr unter Kontrolle haben, anstatt den Marktplätzen, die halt in wer weiß wo Kredite vergeben von externen Firmen, weil die Kontrolle halt einfach nicht besteht. Und das sieht man ja auch sehr gut, wo sich gerade das Risiko realisiert und wo halt nicht. Also es könnte ein netter Indikator für die Zukunft sein, auf jeden Fall, wie es laufen könnte, wenn wir die nächste Krise vor uns haben. Kann natürlich auch bedeuten, dass die Marktplätze, wie wir sie kennen, gar nicht mehr so wahnsinnig zurückkommen, wenn die Leute jetzt erstmal festgetackert sind auf den direkten Marktplätzen, also auf den direkten Anbahnern, also Esketit, Ländermarket, Monsera und Co. Das glaube ich nicht, weil die Marktplätze wie Mintos, die kriegen natürlich extrem schnell wieder Volumen auf die Plattform drauf, wenn wir wieder eine bessere Wirtschaftssituation haben. Deswegen kann sich das, glaube ich, schnell wieder in die andere Richtung bewegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie viel Vertrauen verspielt haben, einfach. Ja, auch durch das Handling, wie sie es gemacht haben, viele. Ist einfach so. Ja. Ja, mal gucken, was sich hin entwickelt. Gut, aber ich denke, das reicht für die Folge heute auch, Lars, oder? Das reicht auf jeden Fall. Vielleicht kannst du diesen Screenshot von Direct Marketplace Lending gegen Resale, vielleicht kannst du das in deinen Blogartikel noch packen. Das ist, glaube ich, super interessant auch für die Zuhörer zu sehen, worauf wir gerade gesprochen haben. Ich verlinke noch die Seite. Dann könnt ihr euch anschauen. Immer aktuell, wird monatlich aktualisiert. Mal einen schönen Verlauf drin auch. Ist gut gemacht, ja. Ja. Ansonsten, wie immer, ihr denkt dran, es gab hier keine Anlageempfehlungen. Das waren nur unsere Ideen. Ihr macht euren eigenen Research. Ihr klickt fleißig bei Spotify und Apple auf eine gute Bewertung und empfehlt uns natürlich weiter und schaltet beim nächsten Mal mit ein. Genau, und jetzt gibt es auch wieder regelmäßig das P2P-Café. Wir haben schon einige Folgen geplant für den Rest des Jahres. Und jetzt habt ihr uns wieder. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.